Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maja. Etwas außer Puste. Wie in einem meiner letzten Videos versprochen, passend der Blumenanzug, zeige ich euch heute, was es für eine schöne Nachricht quasi gab. Und es handelt sich hierbei um eine Nachricht meines Schneckenterrariums. Das klingt irgendwie merkwürdig, naja, nachdem das letzte Video zu meinem Terrarium den Titel trug, meine Schnecke ist gestorben, was natürlich sehr ungünstig ist, zeige ich euch doch heute mal wieder das Terrarium an sich und wie es eigentlich den anderen Schnecken so sieht, geht und wie es momentan so aussieht. Die eine Schnecke, die ich euch gerne zeigen würde, sehe ich jetzt, glaube ich, nicht, aber es sind genug andere Schnecken da, die ich euch jetzt zeigen kann, deswegen wollte ich nicht weiter warten, sondern euch jetzt mal dieses Video hier aufnehmen. Habe extra jetzt gewartet bis 12:15 Uhr nachts, da die Schnecken ja nachtaktiv sind und tagsüber sich eigentlich eher nicht blicken lassen, aber weniger der leeren Worte zeigen. Hier sehen wir ein schönes Bild des Terrariums. Keine Ahnung, ob, also ich gehe öfter mal in die Kräuter- und Nagerabteilung im Tiergeschäft. Weil die ganz schön so ein paar Stängel haben. Ich wollte halt eigentlich sagen Kräuter, aber ihr seht jetzt hier wenig Kräuteriges, sondern eher mehr Getreideartiges. Deswegen ist das nicht ganz so treffend, aber die haben halt auch manchmal so diese Kräutergesamtpakete, getrocknete Kräuter und so in der Nagerabteilung. Und dann denke ich mir immer, warum nicht eigentlich auch für meine Schnecken nutzen? Ich bin mir halt echt unsicher, ob die Schnecken auch an diese Getreidestangen gehen oder ob sie sie gekonnt ignorieren. Aber auf jeden Fall, das sieht man jetzt natürlich wieder mal auch nicht so gut, aber die Asseln finden die ganz toll, diese Getreidestangen auf jeden Fall. Ja, doch, da sieht man eine Assel an dieser Getreidestange, die mir scheint das fast ein bisschen so, als würden die wie so ein kleines Klettergerüst benutzen. Was ein bisschen ungünstig ist, ich habe aus Versehen letztens, fragt nicht weiter nach, den Gummipropfen für diesen Thermostatregler, Temperaturfühler eingesaugt in den Staubsauger. Und ich wollte beim besten Willen nicht mehr in diesen Staubsaugerbeutel greifen, weil, naja, der war halt ein bisschen, naja, will man halt nicht unbedingt nochmal reingreifen. Deswegen muss ich jetzt den Temperaturfühler immer hier so einklemmen bei so einer Korkplatte, einem Korkstück, wie auch immer. Funktioniert meistens ganz gut. Keine Ahnung, ob das einen großen Unterschied macht in der Temperaturmessung. Aber so viel dazu. Ansonsten hat sich halt eigentlich im Terrarium nicht so viel getan. Ich versuche ja ab und zu immer mal ein paar neue Pflanzen einzusetzen, aber das funktioniert nicht so gut. Efeututen klappen eigentlich immer ganz gut, aber alles andere wird halt irgendwie weggefressen, so alles, was ich einsetze. Momentan sind die Schnecken sehr pflanzengefräßig, muss ich sagen. Also ich hatte schon Zeiten, da habe ich Pflanzen hier drin gehabt und die sind echt gut gewachsen, aber momentan werden die Pflanzen echt weggefressen von den Schnecken. Keine Ahnung, ob die den Apfel nicht mögen oder die restlichen schrunzligen Trauben oder diese grünen Blätter, die hier überall verteilt noch liegen, dabei handelt es sich um Blattspinat. Keine Ahnung, ob die das blöd finden, aber offensichtlich scheinen sie die Pflanzen lieber zu mögen. Naja, ist ja fast wie in der Natur. Ich weiß nicht, wo die dritte Schnecke im Bunde ist, und damit meine ich nicht diese, sondern die dritte der großen. Ja, aber keine Ahnung. Ich glaube, den anderen Schnecken scheint es soweit gut zu gehen. Das kann man hier sehen. Hier ist die eine große Schnecke. Hier ist die andere große Schnecke. Wobei ich sagen muss, bei ihr sieht das Häuschen auch ein bisschen dünn aus, wenn ich ehrlich bin, weil es so durchscheinend ist. Aber das liegt vielleicht auch an der Perspektive mit dem Licht. Weiß ich nicht genau. Ne, jetzt sieht man es so nicht mehr. Aber wenn ich das Blitzlicht ausmache, scheint die Schale doch etwas durch. Aber wahrscheinlich bin ich einfach jetzt traumatisiert und negativ vorgeprägt und dadurch immer etwas. Ah, da ist die dritte Schnecke. Da hinten liegt sie. Ist an der Wand. Jedenfalls, vielleicht bin ich auch ein bisschen negativ vorgeprägt inzwischen durch mein Schneckendunkel.
Drama. Aber wollen wir nicht länger drum herum reden. Das, was ich euch zeigen wollte, ist natürlich nicht, auch wenn sie sehr süß sind, meine beiden großen Schnecken, sondern, und ich suche eigentlich auch die andere, aber die finde ich jetzt nicht, meine kleinen Schneckennachwüchse. Das waren ja zwei Schnecken, zwei kleine Schnecken. Ihr wisst ja, wie klein die sind. Habt ihr ja schon zahlreiche Videos gesehen. Die sind ungefähr so klein, wenn sie schlüpfen. Und das waren zwei der Schnecken, bei denen ich gesagt habe, nein, Maya, die kannst du nicht absammeln und einfrieren, weil die wirklich förmlich um ihr Leben gekämpft haben. Oh, da hat doch eine Schnecke auch wieder Eier gelegt. Das sehen wir da. Soll ich mal so ein Ei rausnehmen? Ich nehme euch mal so ein Ei raus, dann könnt ihr das auch mal sehen gleich. Jedenfalls, genau, ich habe es nicht geschafft, die jungen Schnecken abzusammeln. Diese beiden, da sie halt förmlich um ihr Leben gekämpft haben, insofern, dass sie aus dem Behältnis, das halt eingefroren wird, immer rausgekrochen sind. Irgendjemand hat mir in den Kommentaren geschrieben, ich könnte doch die Jungschnecken zerquetschen, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass die Jungschnecken mehr leiden, wenn sie zerquetscht werden, lebendig, als wenn sie entspannt eingefroren werden, muss ich sagen. Denn beim Einfrieren ist es ja eher so für sie wie ein Winterschlaf aufgrund kälterer Temperaturen, aber beim Zerquetschen, also das kann ich beim besten Willen nicht. Manche Leute zerschlagen ja auch ihre Fische, um sie umzubringen, wenn die ein Problem haben, das kann ich auch nicht. Also ich bevorzuge immer den ich schlafe jetzt langsam einen Weg, wenn das möglich ist bei den Tieren. Jedenfalls, eigentlich bevorzuge ich den Weg, ich mache gar nichts und die muss gar keine Tiere einschläfern oder so, aber naja. Jedenfalls kann ich hier mal meinen Finger hinhalten. So groß ist die Schnecke schon. Und so ungefähr kleiner als mein Fingernagel war sie mal. Die hat sich echt gut gemacht, die hat auch hier ihren schönen Wachstumsrand. Das sehen wir hier, dieser beige-weiße Rand da oben. Moment. Hier, das ist ihr Wachstumsrand und die wächst jetzt fleißig weiter. Und dann sieht sie bald so aus wie diese hier. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass ich keine Vollalbino-Schnecke habe. Die haben halt dann ein helles Häuschen und einen hellen Körper. Denn keine Ahnung, ob es mir nicht irgendwann schwerfallen wird, die kleinen Schneckchen zu unterscheiden. Denn die hier wird irgendwann so aussehen wie die und wie die. Und das bedeutet, dass die dann irgendwann, glaube ich, alle gleich aussehen. Aber naja, also zumindest muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt sagen, so ja, ein Schneckenhalter kennt seine Schnecken, aber ich kann die beiden sicherlich nicht auseinanderhalten. Was auch daran liegen mag, dass die halt Geschwister sind und wahrscheinlich aus demselben Schlupf stammen. Aber am besten Willen kann ich die nicht unterscheiden. Muss ich sagen, ich bin mir immer unsicher, ob die nicht doch noch anbauen, hier ganz unten. Die haben ja auch so einen ganz leichten weißen Rand da unten. Aber ich weiß nicht, ob das noch Wachstumsrand ist oder wie so eine Überstülpung. Da sieht man ja. Naja, jedenfalls. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Greife ich jetzt da rein und versuche, naja, ich würde ja jetzt so ein Ei rausholen, ne? Aber ich will eigentlich weder die Schnecken stören, noch will ich die Asseln stören. Wenn ich mal einen anderen Blick bekomme auf die Eier, dann hole ich euch mal eins raus. Aber hier sehen wir eins. Dieser weiße Fleck da unten in der Ecke, hier, wo ich jetzt immer weiter raufzoome, das da. So sehen die Schneckeneier aus und die sehen aus, wie ich zoome jetzt wieder raus, dann seht ihr jetzt besser. Die sehen aus wie kleine Perlen. Na, so wird das doch da. Naja, macht es das besser, weiß ich nicht. Hier, diese kleinen weißen Kugeln, das sind Schneckeneier der Lissaratina folica. Das heißt, die legen Eier. Ich habe ja jetzt rausgefunden auf traurige Art und Weise, dass sie die Eier in ihrem Häuschen haben. Und dann irgendwann halt eben ablegen hier. Abwerfen quasi. Manche machen das überirdisch, manche unterirdisch, manche zwischen den Pflanzenwurzeln. Das handhabt jede Schnecke auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten immer ein bisschen anders. Aber ja, aus diesen kleinen Eiern schlüpfen dann irgendwann die kleinen Schnecken und die wachsen dann immer weiter. Und dann hat man irgendwann eine große Schnecke. Und jetzt habt ihr das auch mal gesehen, meine Schnecken live in Action ansatzweise. Ich bin ja doch momentan eher so in der Richtung, dass ich mir denke, okay, lieber nicht zu oft rausnehmen, lasse ich die einfach mal in Ruhe. Aber ja, zum gegebenen Zeitpunkt werdet ihr da sicherlich auch noch etwas mehr dazu erfahren. Schaut auch gerne nächste Woche irgendwann, nächste Woche mal beim Pflanzenmädchen-Kanal vorbei, denn da
habe ich diese Woche ein Aquaristikvideo aufgenommen. Und nächste Woche kommt dort ein Terraristikvideo. Und diese Videos sind ja zumeist etwas aufwendiger in der Produktion, anders geschnitten, vertont, mit Musik unterlegt und allem Möglichen. Deswegen, falls ihr mehr Garten wollt und weniger mich, das habe ich ja schon ein paar Mal versucht anzusprechen, da manche Leute ja von diesem Kanalkonzept auch inzwischen nicht mehr so überzeugt sind, was ich auch verstehen kann, wenn man ursprünglich mich abonniert hat, weil ich immer Gartenvideos aufgenommen habe und sonst nichts anderes, dann schaut doch gerne beim Pflanzenmädchen vorbei, denn dort bekommt ihr die geballte Ladung Maya, aber die geballte professionelle Ladung Maya. Ich zeige euch das mal kurz. Hier der Kanal und das neueste Video ist das natürliche Aquarium. Und dann habe ich, ich will nicht zu viel von wegnehmen, aber ich habe mit Musikunterlegung einen Text aufgezeichnet und das Aquarium gefilmt. Also, ihr könnt euch immer entscheiden, was möchtet ihr von mir? Möchtet ihr mich? Oder möchtet ihr mehr Aquaristik oder mehr Pflanzenwissen? Dann habt ihr ja die Auswahl der Kanäle. Ansonsten war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. So, jetzt hat es der Senior geschafft. Sehr gut. Sie versucht nämlich immer die Schubladen aufzuziehen. Deswegen kratzt sie daran rum, um dann reinzugehen. So. Bis bald, eure Gartenfee Maya. Auf Wiedersehen.